Hat aber jemand vor Monaten mal hart abgeleicht, möchte ich sagen. Ich muss ihn freilassen, bevor ich mir das nehmen kann. Kannst du nicht einfach an einem Karpfen vorbeigreifen? Ist ein Karpfen, was soll er halt machen? Roter Griff. Was soll das darstellen? Ist das so eine Rolle für eine Atemgerätteil? Gut, das hätte ich nicht erwartet, aber okay. Hierfür brauchen wir garantiert einen Schlüssel. After I escaped, I took refuge in this cave, but I went back. I wanted to stop them. But I'm so weak. And sometimes I lose control. You have to keep going and stop Curon from enslaving everyone. Look around the cave and see if there's anything useful. Check underwater too. You can use my aqualung. Wie gut, dass wir seine Füße auch nur mit seinen Füßen zusammengebunden haben und er auf gar keinen Fall aufstehen kann, hochspringen, den Stuhl kaputt machen und sich. Gib mir dein Atemgerät, Baby. Oh wow, die Veränderung beginnt. Vor allem, weißt du, hier so total. Und hier so. Oh Gott, ich hab ein Quersitzen. Ah! So. Der Typ, ey. Scheinbar hat er sich's hier gemütlich gemacht. Boah. Vielleicht auch nicht, ne? So, Atemgerät, da muss das Ding dran. Ah, da fehlen noch mehr. Achso, ja, da fehlt noch das Mundstück natürlich. Okay, das ist wieder nur der Koffer. Was geht denn hier so ab? Ah, hier müssen wir unsere linke Hand reinpacken. Ich frage mich, was passiert, wenn ich diesen Hohlraum fülle. That's what. Ich sag's nicht. Aber wir brauchen natürlich ein Handemblem, ne? Sie kann auf keinen Fall ihre Hand da reinpacken. Also, keine Chance. Wir nehmen erstmal das Poster mit. Ich denke immer, ich kann dieses Ding hier noch einsammeln, aber nein, kann ich nicht. Was geht denn mit dem Netz eigentlich? Ah. Hier ist ein Chamäleon-Objekt. Hier ist irgendwas. Ein kleiner Schubser könnte es aus der Position bringen. Na, dann schubst es doch ein bisschen. Ich sollte mein Glück nicht herausfordern. Wie bekomme ich das aus dem Weg? Wait. Ah doch, die Tasche liegt da tatsächlich. Okay. Hatte vorher nur den Fisch gesehen. Na, wie geht's, Kleiner? Ich finde es ein bisschen cute, dass sie einen Sea Dragon reingebracht haben. Aua, schneiden wäre gut. Was? Ach, der Stacheldraht. Ja, okay. Okay. Hier können wir übrigens oben rausschwimmen. Also wir können hier unten rausschwimmen. Wir können. Aber auch hier oben rausschwimmen. Das ist in dem Fall völlig egal. In der Hütte ging das nicht. Just saying. Ich wurde mit Chirons Serum infiziert. Es ist noch nicht hundertprozentig effektiv. Sobald es fertiggestellt ist, wird er Millionen von Menschen versklaven. Natürlich. Was für ein Unfug, Alter. Ich erinnere mich nicht daran, was passiert ist, wenn ich die Kontrolle verloren habe, aber ich spüre, wie mein ganzer Körper dagegen ankämpft.
Ich brauche den Griff, um das zu benutzen. What? What? Okay, also dass wir das Ding aufgemacht haben, hat uns bislang gar nichts gebracht. Sehr cool. Können wir... Ich habe gerade mal so eine Idee. Nee, nicht die Idee. Können wir das Ding einfach abnetzen? Nicht. Schade. Handschuhauge. The hell? Okay, dem Handschuh fehlt offenbar ein zweites Auge. Hier ist noch ein Chamäleon übrigens. Okay. Okay, wir kommen hier aber auch nicht mehr weg, ne? Also wir können jetzt nur tauchen oder hier in der Höhle, okay. Was sagt die Karte? Ja, Rest ist gesperrt. Können wir... Also es ist schön, dass die Kerzen den Ort erhellen, aber das hilft uns ja jetzt auch nicht so richtig weiter. Okay, wir brauchen den Handschuh. Dazu müssen wir aber erst unsere Moräne bändigen. Wo wir noch nicht wissen, wie das geht. Wir müssen hier hinten irgendwo Stacheldraht durchschneiden. Wir müssen das irgendwie schubsen. Ich habe keine Ahnung, können wir da mit dem... Okay, da kommen wir im Moment nicht hin. Selbst wenn ich ihn mehr einfach schnappen könnte, wäre das wohl nicht so sicher. What? Okay, also wir müssen hier den Stacheldraht durchschneiden. Wir haben nichts, wo... Handschuhmuster. Okay, das muss dann auch noch in den Handschuh, alles klar. Haben wir irgendwas, wofür wir den roten Griff brauchen? Oh wait, das ist... Ich hatte nicht gedacht, dass das so ein Griff ist. Aber okay. Okay, jetzt haben wir ein Gummiboot. Ja, sicher. Na, sicher. Hier ist zu dunkel, oder? Hm. Irgendwie dachte ich mir sowas. Egal, wir können uns zumindest schon mal den Handschuh nehmen. Da fehlt immer noch was. Okay. Ich finde, sieht total vollständig aus. Oder müssen wir hier jetzt noch die... Ringteil oder so finden. Handschuhring. Ja, okay. Wir brauchen dann noch ein zweites Ringteil. Können wir das Ding netzen? Jawohl. Und dann können wir mit dem Leuchtfisch hier leuchten. Und der greift uns jetzt natürlich nicht an oder so. Der bleibt hier auch ganz ruhig, weil er total Bock drauf hat, uns hier zu leuchten. Ist jetzt seine Lebensaufgabe. Mr. Krabs, sind Sie's? Hier schwimmt ein Seepferdchen. Dann brauchen wir diese Schiffsglocke. Sag mir bitte, dass wir wirklich eine Armbanduhr brauchen und nicht diese Taschenuhr. Okay, diese Taschenuhr ist eine Armbanduhr, alles klar. Das könnte... Voller Kelch. Ja, aber voll mit was? Wir brauchen auf jeden Fall den Kugelfisch da hinten. Wir brauchen einen Kamm und einen Fächer. Der Spiegel. Das ist doch locker jeder Handspiegel, oder?
Das war das Fischsymbol, okay. Voller Kelch. Also, abgesehen davon, dass der Kelch jetzt mit Wasser voll war, weil hier unten halt unter Wasser ist. Okay. Meinetwegen ist das auch ein voller Kelch. Ja, wir brauchen einen Bogen und einen Anker. Kann dieser Hut hier eigentlich weg? Hier ist der Anker, hier ist der Fächer, den wir brauchen. Brauchen wir eine Tasse? Nein. Ist das der Hand? Das ist der Kamm. Okay. Unter diesem Gewächs könnte etwas sein. Na klar. Ich bin immer noch dafür, dass das hier der Handspiegel ist, aber offenbar nicht. Können wir nicht die Kiste aufmachen? Nee, ne? Müssen wir auch gar nicht. Brauchen einen Das ist übrigens der Bogen gewesen, weil sie Bow nicht mit Schleife, sondern mit Bogen besetzt haben. Ist ja auch naheliegend. Den Spiegel habe ich vorher dreimal angeklickt. Aber gut, Hauptsache beim vierten Mal ging es jetzt. Soll mir ja auch egal sein. Und von all diesen Sachen, die wir eingesammelt haben, nehmen wir jetzt das Fischsymbol mit. Warum genau? Scheinbar ist die Küste frei. Oh, wow. Ja, es gibt im Englischen, wie im Deutschen, die Redewendung. Also wenn man im Deutschen sagt, die Luft ist rein, ist das im Englischen so, the coast is clear. Aber scheinbar ist die Küste frei. Das verdient eindeutig einen. Boah. Ich hätte ganz gern einfach so ein T-Shirt-Design, wo irgendwie so ganz viele schlechte Übersetzungen aus Wimmelbildspielen drauf sind. Allgemein einfach so falsche Übersetzungen. Scheinbar ist die Küste frei. Meine Tochter wächst wie eine Hefe. Ich habe mein Werkzeughaus geraucht. Sowas, das wird halt niemand verstehen. Aber ich würde es sehr abfeiern. Sollte ich vielleicht einfach irgendwann mal machen. Ich müsste die Dinger nur sammeln. Das dann in den T-Shirt-Print umzuwandeln, ist das kleinere Problem. Dass wir nur genug Sprüche haben. Er hat immer noch den Super-Clench-Moment, oder? Hard-Butt-Clench, definitiv. So, was machen wir mit dem Fischsymbol? Und kriegen wir vielleicht irgendwo eine Schere her? Eher einen Seitenschneider für den Stacheldraht. Das Fischsymbol können wir hier reintun. Okay. Wir müssen einfach nur alle Sachen anmachen. Das war easy. Dann ist endlich das Ding komplett. Roter. Das ist. Im Leben ist das kein Kristall. Das ist halt roter Draht, aber das ist halt. Okay. Was weiß ich schon. Was könnte ich noch ausprobieren? Okay. Wir brauchen. Achso, wir können den Rotkristall einfach da reinstopfen. Gut, das geht natürlich. Ist ja auch rot.
Minispiel ist so super. Können wir das bitte noch 8 Mal machen? Das macht so viel Spaß. Das ist auf jeden Fall das Teil, aber das Ding sehe ich gerade nicht. Ah, hier. Dreimal dran vorbeigeguckt. Jetzt kann ich weiter in die Höhle vordringen. Na dann. Ob es auffällt, wenn ich Whisky in meinen Kaffee tue? Ich kann den Säurefluss mit einem Griff stoppen. Ja, aber damit werden die Säureminen versorgt. Also das funktioniert jetzt so nicht, ne? Wir können jetzt nicht einfach den Säurefluss stoppen. Es ist unausgeglichen. Das bin ich auch. Dann nimm doch einfach die Sachen von der anderen Seite runter. Also, meine ja nur. Natürlich, in dem ersten Hilfekasten ist einfach nur Klebeband drin. Warte, können wir den Typen noch... Nicht, schade. Dachte, wir können ihn noch zukleben. Wie werde ich die Barriere los? Keine Ahnung, ich dachte, du kannst vielleicht das hier vorne einsammeln, aber scheinbar nicht. 10 Punkte für Slytherin, oder... Was wird das hier... Liegt das an mir oder ist das sehr random? Es ist immer das Unterste, oder? Also es ist quasi so das Gegenteil von Mikado. Ah, das Ding... Ah doch, da können wir ziehen. Wenn du es schaffst, nicht das Gesicht zu verziehen beim Whisky, dann fällt es nicht auf. Wenn wir doch jetzt nur ein Atemgerät mit Sauerstoff hätten. Ärgerlich. Können wir vorne eigentlich irgendwas machen? Bevor wir da... Aber weißt du, Hauptsache der Vogel sitzt hier vorne noch und chillt halt hart sein Leben. Und... Also... Was? Ist es okay, wenn ich dir kurz die Eier sauber rubbel? Okay. Was? Was? Oh, ist schon der zweite rote Griff. Nicht zu verwechseln mit dem roten Griff für das Schlauchboot. Das sind halt offenbar natürlich total die gleichen Gegenstände. Roter Griff ist ein roter Griff. Ob wir damit auch das Schlauchboot hätten aufpusten können? Hotbox in der Höhle? Ah, Schnickschnack. Wir können hier total einen See rauchen. Die Kinder wachsen in einer toxischen Umgebung auf. Ah.
Firefly, also ich freue mich, dass du da bist. Du hast aber total in der Pause deinen Einsatz verpasst. Ich habe extra Firefly gespielt von Breaking Benjamin. Schade drum.